Hallo und herzlich willkommen zu Your News, den News aus Jorvik. Nochmal eine kurze Info. Starsabet auf Instagram einen kleinen Mini-Teaser uns gezeigt, dass nächste Woche Halloween ist. Und ja, man erkennt aber auch schon ein paar etwas neuere Sachen. Und für Leute, die jetzt zum Beispiel jetzt kein Instagram haben, würde ich einfach sagen, schauen wir uns das jetzt auch an. Ich weiß nicht, ob ich, wie groß ich das jetzt machen kann, damit wir genug sehen. Ich glaube. So können wir was mit anfangen. Es ist auch mit Ton. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an und dann werde ich gleich dazu was kommentieren. Oh mein Gott. Also wir sehen hier schon ein neues Kostüm. Von hinten kann man es echt schwer erkennen, was das überhaupt darstellen soll. Also Punkt Nummer 1. Dann diesen kleinen Kürbis, den ihr gesehen habt. Das ist ein neues Haustier wahrscheinlich. Also höchstwahrscheinlich, weil das, was wir gerade gesehen haben, war ja ein Spieler. Dann sind wir wieder bei der Galoppreiterstätte sozusagen wieder. Also das ist ein neues Haustier. Also es ist ein laufender Kürbis. Oh mein Gott, Leute, wir kriegen einen laufenden Kürbis als Haustier. Und ein neues Kostüm. Also, wir kriegen jetzt mal ein komplett neues Kostüm, aber ich weiß nicht, was es von hinten darstellen soll. Also, wir sehen entweder, es sind weiße Haare und das soll da Hardcore-Perücke darstellen, dass man eben halt unsere eigenen Haare nicht sehen kann, oder es ist eine Art Mütze. Ich tippe eher auf Mütze, aber ich weiß nicht, oder? Ist das eine Mütze? Ich weiß nicht, was das von hinten darstellen soll. Das ist jetzt ganz schwer einzuschätzen. Weißt du, der Kürbis ist wahrscheinlich die Hauptattraktion hier gerade. Ich guck gerade, was das für ein Kostüm ist. Das ist wieder so typisch Mii. Also, auf jeden Fall, wir kriegen ein neues Haustier und ein neues Kostüm anscheinend. Und wir sind wieder beim Galoppreiter Thompson. Und diese Stelle am Ende war echt creepy mit dem Lachen. Oder er dachte, ich lachen soll. Ja, diese. Oh, das ist immer so creepy, wenn so Kinder sowas machen. Ich hoffe wirklich, dass der Galoppreiter wieder jede Stunde einmal random auf einer Map irgendwo rumreitet und sozusagen Angst einjagt und dass wir wieder fortgeschickt werden. Darauf würde ich mich ja eigentlich mega, mega freuen, aber ich bezweifle das irgendwie auch leider. Darüber fast das, was wir hatten bei einer einmaligen Aktion. Halloween, Leute, ist mein absolutes Lieblingsevent in allen Spielen. Oder wirklich in allen Spielen. Und somit feiere ich jetzt auch in SSO. Und ich freue mich so riesig, dass wir anscheinend wieder neue Sachen dazu bekommen werden. Und dass es nicht einfach nur ein Abklatsch von letztem Jahr ist. Sagen, dass auch die Leute, die vom letzten Jahr nicht dabei waren, trotzdem die Sachen alle miterleben. Und für die Spieler, die halt schon länger drin sind, dass sie trotzdem auch was bekommen. Ich bin auf jeden Fall mega, mega gehypt und gespannt, was uns erwarten wird. Schreibt mir doch in die Kommentare, was glaubt ihr, was das für ein Kostüm ist und freut ihr euch auch über diesen kleinen, süßen, grünen Kürbis, den wir vielleicht als Pet sogar bekommen. Und auf das Kürbis-Urpferd, das habe ich schon ganz vergessen. Das war es auf jeden Fall von den Jorvik News, den Your News. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, also macht's gut. Ciao, ciao!